Herzlich willkommen hier auf unserer kleinen Bücherbühne im Thalia W3. Heute ohne Publikum, dafür live gestreamt auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Sie können uns natürlich während der Sendung kommentieren. Sie können Fragen an unseren heutigen Gast stellen. Es gibt, habe ich gehört, sogar 5 Bücher, signierte Bücher, die dann verlost werden unter allen, die sich online beteiligen. Also nehmen Sie teil. Ich habe heute einen Gast hier, einen gebürtigen Dalaser, der Landesschulsprecher gewesen ist, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat und geprüfter Unternehmensberater ist. Bekannt geworden ist er allerdings 2012, als er eine Partei gegründet hat, eine ganz neue. Bekannt geworden ist er, als er 2018 die Parteiführung wieder abgegeben hat. 2019 auf Puls 4 eine Talkshow Strolz trifft begonnen hat mit mehreren Folgen, im Herbst 2019 dann ein dickes Buch geschrieben hat, wir haben es da hinten stehen, Sei Pilot deines Lebens, da haben wir hier ein gefülltes Auditorium gehabt, als er das Buch bei uns vorgestellt hat, und seit kurzem ist er wieder auf Sendung, diesmal unter dem Motto Aufstehen, Krone richten, weitergehen, die Fuck-Up-Show. Das hätte eigentlich Bildungsfernsehen werden sollen, habe ich gelesen. Aber es ist jetzt doch ein bisschen etwas anderes. Aber hier ist er, weil er ein neues Buch geschrieben hat, einen Lebensreisebegleiter mit kurzen Vitaminshots. Und deshalb sitzt er heute bei uns. Und ich sage herzlich willkommen, Matthias Strolz. Lieben Dank. Begrüßt, ist eine Premiere, glaube ich. Ne? Das ist bei uns eine Premiere, jawohl, genau. Okay. Ja, danke für die Einladung, Herr Hruska, und für diese herzliche Begrüßung. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich ein bisschen erzähle und lese, und dann gehen wir in den Talk. Bitte darum. Die Edith ist hier an den Tasten und wird alle Kommentare, Fragen einfangen. Das heißt, wir haben uns eine Stunde insgesamt vorgenommen, 20 Uhr, und ja, dann legen wir los. Kann es dauern. Bitte, okay. Bitte, die Bühne ist die Ihre. Dankeschön. Ja, freue mich, dass du, dass Sie mit dabei sind heute Abend. Das ist auch für mich sehr ungewohnt, hier mit Maske anreisend und dann allein hier sitzend. Ich habe die letzte Buchtour ja im letzten Drittel quer durch Österreich, Deutschland dann abbrechen müssen. Ja, und wie kam es zum neuen Buch? Abbrechen müssen wegen halt diesem Virus. Und das hat vieles über den Haufen gestoßen eigentlich. Ich denke, jeder von uns war gefordert, hier eine Art von Weg zu finden in einen neuen Alltag. Mich hat es ordentlich hergerissen, die ersten Wochen. Ich bin da wirklich wie ein Junkie an der Nadel gehangen. Die News aufgreifend, alles, was ich nur erwischen konnte. Eine Ladung an Verschwörungstheorien jeden Tag. Irgendwie wie hypnotisiert von den Statistiken über Todesfälle, Infektionen, Arbeitslosenzahlen. Und irgendwie war ich auch sehr bewegt und war sehr aktiv auf meinen sozialen Medien, jeden Tag irgendwo auch Vorschläge gemacht. Kamen viele Medientermine, was Sie von ORF, Puls 4, Servus TV, Gastkommentare und so weiter. Irgendwie habe ich gefragt, will ich das? Ja, ich wollte, weil ich auch das Gefühl gehabt habe, es haben am Anfang, so in den ersten 2 Wochen, diese kritischen Stimmen gefehlt. Es war im Journalismus nur Verlautbarungsjournalismus. Es war die Opposition natürlich im nationalen Schulterschluss. All das verstehe ich, aber ich habe sie trotzdem vermisst, diese kritischen Stimmen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es tut mir aber nicht gut, hier den Ersatzmann zu spielen. Ich bin kein Politiker mehr. Ich sollte mich nicht als solcher aufhören. Und es tut mir nicht gut, habe ich meiner Frau gesagt. Ich spüre eine Enge in meiner Brust. Ich werde was ändern. Dann bin ich schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich gesagt, ja, ich werde mich ein bisschen stärker abnabeln von Social Media, Weltverschwörungstheorien aller Art.
diesem Overload an Information, obsessiv wie ein Junkie suchend. Und ich werde mich sortieren. Ich werde einen Ankerschwung bei mir selbst machen. Das tut mir gut. Wenn ich unter Bedrängnis bin, dann weiß ich, kann ich Geborgenheit finden bei mir selbst. Ich muss den Rahmen dafür schaffen. Und ich werde schreiben. Schreiben sortiert mich immer. Wunderbar. Schreiben sortiert mich. Das gibt mir damit Klarheit, Kraft. Ich werde mein Buch beginnen. Und so habe ich es begonnen. Zu Beginn der dritten Woche Corona-Time bei Story One. Ich bin ja dort auch mit Partner. Wir haben diese Instant Book Technology. Das heißt, wir können ganz schnell auch Bücher machen. Also wir können die Autoren nicht beschleunigen, die Autorinnen. Aber wenn die fertig sind, sind wir seitens des Verlages auch ein paar Tage später schon fertig und in den Buchhandlungen. Ja, und mit heute, 7. Mai, ist es soweit. Der 7. Mai ist so ein Datum. Ne? Ich habe heute schon irgendwie Bekundungen, Gratulationen und Mitleidsschreiben bekommen. Alle Schattierungen. Vor 2 Jahren hatte ich meine Übergabepressekonferenz, wo ich verkündet habe, ich werde übergeben. Also der 7. Mai ist ein für meine Biografie relevantes Datum offensichtlich. Heute präsentiere ich Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Es ist ja eben ein Kraftpaket, ein Vitaminshot in 17 Betrachtungen, Geschichten. Es geht querbeet. Es fokussiert auf den einzelnen Menschen. Also es soll Inspirationsquelle sein, Kraftquelle für unseren Alltag, für unsere Lebensführung. Ich hätte gesagt, 14 Geschichten sind vor allem auf das Individuum fokussierend, also auf den einzelnen Menschen abstellend. Auf dich, auf mich, auf uns als Individuum in dieser Herausforderung einer bewegten Zeit. 4 Geschichten sind stärker gesellschaftlich, ein bisschen gesellschaftspolitisch auch, also so ganz lassen kann ich es ja nie. Aber es ist kein politisches Buch. Es ist ein Buch zum Thema Menschsein, zum Thema Entfaltung. Ich werde 2 Geschichten vorlesen. Dann gehen wir in die Diskussion. Die Editor hat schon sich warm geklopft auf der Tastatur, ist schon bereit für Fragen, Kommentare, Wünsche, Beschwerden aller Art. Geschichte 2. Warum ich? Warum gerade jetzt? Auf meinem Mittagsspaziergang bin ich heute in ein Hundstrümmerl gestiegen. Ja, Hundekot. Frisch gemacht. Warum ich? Warum muss das mir passieren? Warum gerade jetzt? Wir alle kennen diese Selbstgespräche. Nicht nur mit Blick auf unseren Schuh. Auch im größeren Stil, so Krisenstyle. Ich habe mich gerade beruflich neu erfunden. Nach einem Jahr Aufbauarbeit war ich dort, wo ich hin wollte. Und nun? Ein Virus später? Jetzt könnte ich mich maßlos ärgern, über das Kleine wie das Große. Doch ich habe beschlossen, mein Gesicht in die Frühlingssonne zu halten. Meine wirtschaftliche und schuhmäßige Sohle anzunehmen. Ich pfeife aufs Warum. Warum? Weil diese Frage nicht hilfreich ist. Sie liefert uns keine befriedigende Antwort. Viktor Frankl als Begründer der Logotherapie meinte, dass uns bei inneren oder äußeren Bedingungen, an denen wir nichts ändern können, die Frage nach dem Warum mehr blockiert als weiterbringt. Weil sie den Fokus auf die Vergangenheit und das Problem legt. Energy flows where attention goes. Die Energie fließt dorthin, wohin wir unseren Aufmerksamkeitsfokus richten. Mit dem Warum bleiben wir im Problem gefangen. Wir kreisen um Ärger, um Enttäuschung, Schmerzen. Wir finden keinen Ausweg. Jene, die gerade Schmerz erfahren, und ich weiß, das sind viele, zu viele, jeder Einzelne ist zu viel und es betrifft einfach viele in dieser Zeit. Jene, die Schmerzen erfahren derzeit, können nun einwenden, danke fürs Scheitern. Kannst du behalten, Theoretiker. Doch Viktor Frankl war ein ziemlicher Praktiker. Er überlebte 4 Konzentrationslager, darunter Auschwitz. Er plädierte dafür, den Fokus auf die gestaltbare Zukunft zu lenken. Wozu fordert mich das Erlebte auf?
So wechseln wir von der Opferhaltung in die Rolle des Gestalters. Wir werden vom Statisten zum Regisseur, von der Passagierin zur Pilotin unseres Lebens. Wenn ich Verantwortung für meine Antworten übernehme, gehe ich in die Freiheit, mein Leben selbst zu gestalten. Auf unserer Plattform Story.one hat Gregor Templin gerade damit begonnen, Geschichten von Menschen mit Behinderungen zu sammeln. Über 15 Millionen Menschen, über 15 Millionen Betroffene allein im deutschen Sprachraum sind derzeit eine besondere Risikogruppe. Wie organisiert man Beruf und Alltag, wenn persönliche Assistenz ausbleibt oder dringend benötigte Medikamente schwer zu kriegen sind? Die Erzählungen sind berührend, voller Kraft. Gregor selbst ist so eine Geschichte. Während seiner Matura-Reise war es ein Sprung ins Meer, der ihn in die Querschnittslähmung führte. Es war ein wildes Ringen mit seinem Schicksal, erzählt er mir. Warum muss ich weiterleben? Habe er sich damals gefragt. Heute ist er Ehemann, vierfacher Vater, vielfach ausgezeichneter Unternehmer. Seine Firma heißt My Ability. Also er bringt das Thema Behinderung großen Unternehmern näher, macht es produktiv. Nur weil ich eine Behinderung habe, ein Bein nicht so funktioniert, wie halt normalerweise, funktioniert ja möglicherweise alles andere ganz gut. Also jeder von uns hat irgendein Handicap im weitesten Sinne. Wir können nicht alles gleich gut. Die letzte Freiheit, die uns immer bleibt, ist die Haltung, die wir zu den Umständen einnehmen, im Großen wie im Kleinen. Mein Hundstrümmel, das habe ich gleich zum Anlass genommen zu trainieren. Glücklich und zuversichtlich zu sein, kann man üben. Ich habe mich über die Blumen am Wegrand gefreut. Die Blumen waren insgesamt wichtige Partner in den letzten Wochen. Ich habe den Frühling noch nie so intensiv wahrgenommen in meinem Erwachsenenalter. Den Rest erinnere ich nicht. Das habe ich Sturm- und Drangzeiten in die Hinterkammer gekehrt, glaube ich. Es gibt das Gute im Schlechten. Es gibt Licht, wo Schatten ist. Das ist keine Frage. Das will ich einfach zum Thema machen. Ich will da nicht irgendwie alles auf eitel Wonne Waschdruck hinschreiben. Das, was da unterwegs ist, verlangt uns viel ab. Das Leben insgesamt verlangt uns viel ab. Und gleichzeitig können wir viel. Wir haben Kraft. Wir haben persönliche Ressourcen. Wir sind aufgerufen, das ist auch die Schlussgeschichte, gönne dich dir selbst. Wir sind aufgerufen, wie selten in unserem Leben, zu Selbstfürsorge. Mich liebevoll um mich selbst kümmern. Das ist wichtig. Manche sagen, hey, das ist ein bisschen egozentrisch. Nein, keineswegs. Keineswegs. Also wer sich gut um sich selbst kümmert, der kümmert sich um die ganze Welt. Davon bin ich überzeugt. So wie die Selbstliebe die Basis ist für gelingende Beziehungen, auch Liebesbeziehungen, so ist die Selbstfürsorge das Fundament dafür, dass ich mich gut auch um andere kümmern kann, für andere sorgen kann, mich in der Gesellschaft einbringen kann, sozial engagiert sein kann. Also Selbstfürsorge ist immens wichtig. Gerade in Zeiten von Verwerfungen, wo es mich an die Wand drückt. Und ich schreibe über Themen wie, also es geht hinein ins Bewusstsein, in die Frage, was ist der Mensch als schöpferisches Wesen, sehe ich ihn. Wie ist es mit Loslassen? Wie ist es mit Angst? Hey, die Angst steht allerorts auf, natürlich. Und Angst ist auch okay. Sie ist Teil des Lebens. Ein Leben ohne Angst ist kein Menschenleben. Und jene, die sagen, so beliebte Politikerantwort auf die Frage, wovor haben sie Angst? Dann gibt es diese Politiker, die sagen, ich habe vor gar nichts Angst. Das ist Trump-esk, finde ich. Ja? Also ich habe dem auch eine Geschichte gewidmet. Also das ist so Abteilung Trump oder ein paar andere fallen mir auch noch ein. Da gibt es nur drei Möglichkeiten. Die sagen, ich habe keine Angst, überhaupt nicht in meinem Leben.
Entweder lügen sie dich an, ohne dass sie es selber merken. Sie benutzen einfach eine Schablone, wie sie es halt gelernt haben. Sie lassen nicht einmal die Frage an sich heran. Sie hören die Frage nicht einmal. Erste Variante. Antworten mit Schablone und damit mit einer unbewussten Lüge. Zweite Variante. Sie lügen dich bewusst an. Das ist eine Unsitte. Zu viele Menschen verwechseln die Kunst der Lüge mit Professionalität. Ich will mich nicht dran gewöhnen. Ich finde, die Lüge gehört auch zum Menschsein, aber es ist kein Standardinstrument der öffentlichen Kommunikation oder des Miteinanders. Die dritte Variante, sie spüren sich einfach nicht. Sie haben sich so einen Panzer angelegt, egal ob Politiker oder Haubenkoch oder das kann jedem von uns passieren. Friseurin, Managerin, Arzt, whatsoever. So einen Panzer angelegt, dass sie sagen, ich lasse Kränkung nicht an mich heran. Ich lasse vieles nicht an mich heran. Geht's mir besser? Das ist eine Gratwanderung, die schwierig ist natürlich. Was lasse ich an mich heran, was nicht? Aber nichts an sich heranzulassen, tötet. Das ist eine Panzerschicht von Zynismus, Überheblichkeit, Ignoranz. Das stirbt ein Stück Lebendigkeit. Das habe ich auch beschrieben. Ja, das Thema Körper beschäftigt mich auch. Zweite Geschichte, die ich vorlese, und dann gehen wir in die Diskussion. Edith, ist schon was reinkommen? Na, Halleluja. Immer schlecht gewesen, wenn man ins Gesicht greift. Aber wenn es juckt, dann juckt es. Ne? Mein Tempel des Lebens. Hier bin ich daheim. Keine IKEA-Werbung. Ich rede von meinem Körper. Seit vielen Jahren nun schon lerne ich, meinen Körper mehr zu respektieren. Ich bin ein ziemlicher Anfänger. Bis ins Erwachsenenalter hatte ich kein ausgeprägtes Körpergefühl. Ich war immer gesund und leistungsfähig. Als Bergbauernbub lernte ich, dass der Körper vor allem ein Instrument sei, um Arbeit zu verrichten. Zu Sport hatte ich wenig Bezug. In der Volksschule gab es eine Strafe, wenn wir den Ball mit dem Fuß kickten. Den Sportunterricht, den ich aus dieser Zeit erinnere, ist langes Links-Rechts exerzieren. Später wollte ich zum Fußball- und Tennisclub. Da ich schon beim Musikverein war, gab es ein elterliches Veto. Schwitzen ohne Arbeit zu verrichten war für alemannische Bergbauern in den 1980er Jahren kein nachvollziehbares Konzept. Dafür bekam ich viele andere wertvolle Zutaten in meinen Rucksack fürs Leben. Urvertrauen, Naturverbundenheit, Ausdauer, Lebendigkeit, unbändiges Interesse für die Welt. Davon sollte später auch mein Körper profitieren. Mit 16 schlich sich bei mir eine Hautkrankheit ein. Die Antworten der Schulmedizin waren unbefriedigend. Meine Mutter schickte mich zu einer Alternativmedizinerin. Spannend. Sie stellte mir Fragen, die mir bisher niemand gestellt hatte. Sie hörte zu. Sie setzte mich auf meine eigene Fährte. Selbsterforschung. Ein Abenteuer, das voraussichtlich bis zu meinem letzten Atemzug anhalten wird. Mein Lernfortschritt ist mitunter bescheiden. In jahrelanger Kleinarbeit trage ich meine Ignoranz ab. Im Vergleich zu meiner Frau erkenne ich immer wieder, wie viel Luft nach oben ich noch habe. Doch meine Körperentwicklungsreise ist munter unterwegs. Gerade lese ich ein Buch über Chakra-Arbeit, ziemliches Chinesisch oder halt Indisch. Aber irgendwie spüre ich, das hat was. Mit der Zeit werden meine Körperwahrnehmungen klarer. Um in ein gutes Wahrnehmen zu kommen, brauche ich Ruhe, einen geschützten Raum. Zu Beginn des Jahres war ich auf Reise mit mir selbst. Nach meinem Ausstieg aus der Politik hatte ich mir vorgenommen, einmal im Jahr allein den Rucksack zu packen. So startete ich über Bangkok nach Hanoi. Ein Feuerwerk an Eindrücken. Wie ein Bub zog ich durch die Straßen und Gassen, staunte an jeder Ecke. Als ich am vierten Tag im Bett lag, befragte ich meinen Körper. Hey, wie geht's dir? Gib mir Ruhe, sagte er. Ich war stolz, ihn zu hören. Am nächsten Tag setzte ich mich auf einer Insel ab. Eine Woche Stille, Meditation und Yoga.
Ich wollte wissen, ob Letzteres mit meinem Bandscheibenvorfall noch geht. Tu, aber in Maßen, sagte er. Ja, mittlerweile rede ich mit meinem Körper. Selbstgespräche der anderen Art. Ich habe begriffen, dass mein Körper mein Zuhause ist, der Tempel meines irdischen Lebens und noch viel mehr, ein Resonanzkörper des Universums. Wenn ich nachspüre, was ich noch alles entdecken werde, wird mir ganz anders, knapp an der Gänsehaut. Das macht mich froh. Ja. Freue mich auf die Fragen, Kommentare, Wünsche, Beschwerden. Da steht schon eine. Wie würden Sie einen vollkommen entfalteten Menschen beschreiben? Ich glaube, den gibt's nicht. Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Ne? Wenn da Wom, wenn die da auf dem Stand sitzen und jahrelang meditieren, super, jeder macht, was er will. Und ich glaube schon, dass die große Blicke in die Unendlichkeit werfen. Im Sinne von Erleuchtung. Aber sie sind gebunden in Fleisch und Blut, in Zeit und Raum und in Vergänglichkeit. Und ich glaube, solange sie diese Conditio Humana, diese menschliche Grundbedingung haben, sind sie bis zum letzten Atemzug in der Entfaltung. Ich glaube, die größte Entfaltung ist der Tod. Also der vollendet entfaltete Mensch ist tot. Bis dahin sind wir aktiv in der Entfaltung. Elisabeth aus YouTube, was wird deiner Meinung nach bleiben von dem, was wir aus der Krise mitnehmen? Hallo Elisabeth. Ich glaube, für jeden und jede was anderes, so ein bisschen. Also ich habe schon meine Anwärter an goldenen Erinnerungen. Ich war zum ersten Mal mit den Kindern Nachtwandern. Wir sind unter dem freien Himmel gelegen, unter meiner Lieblingsföhre am Himmel, auf der Himmelwiese, im Mauer, haben gewartet, bis es geregnet hat, bis uns der Himmel Tropfen geschickt hat in unsere Gesichter, die da gestaunt haben. Ich weiß nicht, ob meine Kinder es auch erinnern werden. Für mich ist es einer der schönsten Momente aus dieser Corona-Zeit. Den nehme ich mit. Kollektiv glaube ich, dass die Chance besteht, nicht dass, das ist eher eine Aussage der Zuversicht, nicht der Gewissheit, dass die Chance besteht, dass wir in eine andere Qualität des Miteinanders kommen. Dagegen spricht einiges im Moment noch, weil wir diese nationalen Süppchen kochen. Also das ist sehr beklemmend für mich, dass jedes Land am liebsten auf Kosten des anderen ein bisschen seine Suppe kocht. Das ist, als wäre quasi ein Wassereinbruch in einem Dorf durch Hochwasser und jeder versucht, sein Haus zu retten, indem er es vorbeileitet an seinem Haus. Dann erwischt halt den anderen. Also, es ist doch erstaunlich, dass wir derzeit ein Phänomen haben, das uns alle verbindet. Die Friseurin in Rio de Janeiro genauso wie den Tischler in Bangkok. Und keine Ahnung, die Verkäuferin in Neuseeland. Wir haben hier einen Einschnitt in unser aller Lebensläufe, der uns in einer Form verbindet wie nichts zuvor. In unserer Generation zumindest. Und da haben wir noch ganz wenig draus gemacht. Schauen wir mal, ob uns was gelingt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir werden wahnsinnige Verteilungskämpfe haben durch diese riesen Budgetlöcher. Ich hoffe nicht, dass das ganze Klimathema unter den Corona-Toten ist. Ich hoffe, dass Ganzheitlichkeit Oberwasser bekommt. Rückenwind. Auch dem habe ich ein Kapitel gewidmet. Ich wünsche mir eine Zukunftsministerin. Weil ich glaube, dass eben zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt eine unendlich dumpfe Steuerungsgröße ist, um eine Volksgemeinschaft, Volkswirtschaft auszusteuern. Wirtschaft ja, aber wir verwenden es ja für die Gesellschaft. Hey, das BIP, das freut sich, wenn ich heute auf dem Heimweg bin, öffentlich da ist, schwer möglich. Aber wenn du oder ich einen Autounfall haben, dann freut sich das BIP. Je größer der Schaden, umso mehr Jubel beim BIP. Und das ist unsere zentrale Steuerungsgröße für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Ah, da können wir besser. Ein paar Vorschläge sind da drin, aber es gibt viel gescheitere Leute, die Vorschläge gemacht haben. Ich hoffe, aber noch ist nichts absehbar. Ich habe heute auch in der Presse einen Gastkommentar drin,
Und auf news.at, ein Gastkommentar, kannst du auch ein bisschen nachlesen. Strolz-News.at oder strolzpresse.com. Auf Google, dann hupfen die zwei Beiträge auch heraus. Ciao. Patricia, Instagram. Wie bleibt man bei einem Gegenüber, welches uneinsichtig, provozierend oder mächtiger ist, professionell und emotional stabil? Besonders in der Politik doch oft schwierig, denke ich. Ja, ist schwierig. Ist die Frage, was ist professionell? Ich habe einen anderen Professionalitätsbegriff als andere gehabt. Also so mein, der Spruch des Jahres 2018 war ja irgendwie, Frau Ministerin, was ist mit Ihnen? Das haben manche sicherlich nicht als professionell erachtet. Andererseits war es sehr effektiv. Aber es war natürlich ein wilder emotionaler Ausbruch. Der Parlamentspräsident hat mir zweimal das Mikro weggeschalten. Zum Glück genau in der Situation, wo ich auf das Redepult eingeschlagen habe, weil ich habe anschließend an die Rede einen echten Vulnerability Hangover, so einen Verletzlichkeitskater gehabt. Ich habe mich ob meiner eigenen Performance da geschämt, weil ich gemerkt habe, ich bin da über einen Punkt gegangen. Aber ich habe mich vorher gefragt, also das ist nicht rein ungefiltert, also wie bleibt man professionell, emotional stabil? Ich habe gelernt, dass ich zwischen Reiz und Reaktion, zumindest in der Politik, eine Millisekunde der intellektuellen Niederkunft habe, wo ich frage, aha, da hat mich was erreicht, das empört mich, das triggert mich, gehe ich jetzt in die Emotion oder nicht? Und wenn ich entschlossen habe, ich gehe in die Emotion, dann öffne ich die Schleusen und dann wird es heftig quasi. Ich merke aber, dass ich zum Beispiel, wenn mich die Kinder triggern, die diesen Moment der intellektuellen Niederkunft nicht ganz so gut beherrsche, da bin ich ein bisschen ungefiltert. Da kann ich mehr in Rage kommen zum Beispiel. Wenn man, das ist so Homeschooling über all die Wochen mit drei Kindern, ist ab und zu eine Herausforderung. Ich war da auch nicht immer emotional stabil. Ich glaube, jeder von uns hat viel mit Freunden gesprochen, mit Bekannten in den letzten Tagen. Ich glaube, Patricia, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber den allermeisten und mir jedenfalls auch geht es so, dass es ein bisschen ein Auf und Ab ist in Corona-Zeiten. Es Licht und Schatten. Man ist nicht ganz stabil und das ist menschlich. Das finde ich okay. Wichtig ist, dass wir uns dabei spüren und dass wir uns von den Emotionen, das wäre mein Abschlusssatz, Emotionen ist so wie Angst, ist schon okay, ist Teil von mir. Die Emotion darf kommen und ich sage, bist du wieder da, ich begrüße dich, du bist Teil von mir. Gell? Und du bist der Ausdruck meiner Lebendigkeit. Aber du musst wissen, du wirst mich nicht dominieren. Ich bin nicht dein Sklave. Ich gebe dich in den Augenwinkel. Suspending, das ist eine Coaching-Technik. Und dann kommt sie wieder und will mich beherrschen und sagt, nein, du bist Teil von mir und ab und zu hole ich dich bewusst aus dem Augenwinkel und bist meine Verbündete. Aber du bist nicht eben die Reiseleiterin hier. Liebe Emotion, du bist Teil von mir, bist Teil meines inneren Teams, bist nicht der Chef hier. I'm the captain of my soul, I'm the master of my fate. Ja, Mona, YouTube. Ist es klug, in dieser Zeit eine Unternehmung zu gründen? Wenn das Herzen ruft, ist es immer klug. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt bei Unternehmensgründung ist tatsächlich die Prüfung, kommt es auch von Herzen. Natürlich muss es wirtschaftlich sich dann auch bewähren, das ist mal klar. Aber ich finde, Unternehmer sein eine Arschhacken, wenn es nicht von Herzen kommt. Weil es einfach 24/7 ist, das hört nie auf, so irgendwie. Du gehst ja auch mit deinen Fragen, das ist bei Angestellten auch, jede Daseinsform hat ihre Herausforderungen. Aber ich kann natürlich leicht aus dem Büro gehen einmal oder von meiner Hobelbank um 18 oder 17 Uhr und den Herrgott einen guten Mann sein lassen und den Tag einen guten Tag. Als Unternehmerin nimmst du deine Fragen mit in den Schlaf. Und wenn du aufwachst, sind sie auch wieder da. Da muss man auch lernen, sich zu entkoppeln. Also das wäre für mich die gewichtigste Prüfung. Was den zeitlichen Aspekt jetzt kalendarisch betrifft, würde ich noch ein paar Wochen zuwarten und Monate, weil einfach bis September stottert alles so dahin. Es sei denn, du bist in einer Krisenantwortbranche.
dann leg los. Ne? Also wenn du Maskenproduzentin bist oder irgendwo im digitalen Bereich was anbieten kannst, halt los und darauf hinarbeiten. Wenn es in klassischen Branchen ist, wo schon viel Wettbewerb da ist und dieser Wettbewerb derzeit auch beeinträchtigt ist durch diesen Shutdown und diese stufenweise Öffnung, dann würde ich warten, weil einfach ich merke in meinem Umfeld, bei mir selbst, die Nachfrage ist im Keller. Also es wird einfach schwierig sein, Kunden an Land zu holen derzeit. Die sind alle noch sehr beschäftigt mit anderen Dingen. Ich merke, dass Kunden ihre Lagerbestände nicht im Auge haben, ihre Beschaffungsprozesse. Die Hälfte der Truppe ist vielerorts noch in Kurzarbeit. Es ist fast die Hälfte aller arbeitenden Menschen in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Das ist immens. Das heißt, ich würde hier noch ein paar Monate warten, um auf den Markt zu treten, wenn es keine Krisenantwortbranche ist. Alles Gute dafür. Die Anna auf Facebook, die Zukunft ist weiblich, freut mich. Anna, wie denken Sie, dass wir Freiheit in der neuen Normalität wahren und leben können? Worauf soll man Wert legen in Zeiten von wirtschaftlichen Frustrationen, um zuversichtlich zu gestalten? Also bei der Freiheit, da müssen wir Acht geben, glaube ich. Ich habe eine Geschichte auch geschrieben, die ist nicht in diesem Buch, weil sie brutal ist und ich auch gemerkt habe, dass sie manchen Menschen sehr zusetzt. Du kannst sie nachlesen auf story.one, wenn du dort suchst, unter Matthias Strolz als Autor oder unter dem Titel Ich hatte einen bösen Traum. Ich hatte 2 Tage, bevor ich das Buch begonnen habe, wirklich einen Albtraum. Wie zwischen dem Abtransport von Toten in militärischen Fahrzeugen plötzlich ein seltsames Teil abtransportiert wurde. Und plötzlich musste ich erkennen, es ist die Demokratie, die hier in Fesseln liegt und in dunkler Nacht davongefahren wird. Und wieder dunkles Blut heraustropft aus diesem Gefährt. Das war ein schicher Traum. Das war in den Tagen, als Orban sich dran gemacht hat, seine Sonderbefugnisse sich zu holen. Die Woche nachdem Bibi Netanyahu, der Impulsgeber für manche Regierungschefs, fragwürdiger Impulsgeber, der hat einmal zur Sicherheit die Gerichte geschlossen, 2 Tage bevor sein eigener Prozess anstand. Welch Zufall. Also an diese Zufälle glaube ich dann nicht. Ne? Da markieren manche den harten Mann und Pseudo-Leadership, um den eigenen Arsch zu retten. Jene, die auf Demokratie und Freiheitsrechte, Bürgerrechte pfeifen, die wittern Morgenluft, die werden jede Chance nutzen. Und die Chancen und Gelegenheiten sind jetzt groß. Wir müssen wachsam sein. Dann werden wir das gut hinkriegen. Wachsam sein. In Zeiten wirtschaftlicher Frustration, um zuversichtlich zu gestalten, was kann man tun, worauf soll man Wert legen? Deine persönlichen Kraftquellen bewusst wahrnehmen, kennenlernen, schützen, kultivieren. Das sind deine Ressourcen. Und die sind unterschiedlich. Die eine tankt Kraft auf dem Spinning-Fahrradl, der nächste beim Bäume umarmen, die übernächste, wenn sie sich dazulegt, wenn die Kleine eingeschlafen ist und aufs Leben meditiert, neben dem wundersamen Geschöpf. Der Nächste liebt Wandern, die Übernächste geht fasten. Selbstfürsorge, gönne dich dir selbst. Das ist der wichtigste Quell der Kraft in solchen Zeiten, glaube ich. Dann kannst du auch beherzt und kraftvoll zupacken. Alles Gute dabei. Karin, YouTube. Gibt es Bücher, die Sie in Ihrem bisherigen Leben besonders geprägt haben? Christina, Facebook, welches ist Ihr Lieblingsbuch? Fang von hinten an, Christina, meistens das Letzte. Ich bin da ein bisschen, trollig, weil ich... Also bei Filmen ist es ganz schlimm. Gell? Filme, meine Frau ist aber auch so, deswegen machen wir keine Sorgen, dass das eine grundsätzliche Krankheit ist, sondern kommt vor im Leben offensichtlich, nicht nur bei mir. Wir schauen ab und zu Filme an und dann kommen wir in der Hälfte drauf, hey, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Bei Büchern komme ich früher drauf, aber
Aber ich kann dann gut und gern zweimal lesen. Also der Homo Deus zum Beispiel von Harari liegt wieder am Tisch, weil ich Sequenzen daraus lese. Wobei er sich ja vertan hat, der Harari, mit dem Hinweis, dass die Krankheiten uns im 21. Jahrhundert nicht drangsalieren werden. Aber ansonsten ist es eine Wucht natürlich, seine letzten Bücher. Eine Wucht an Intellektualität, an Kompaktheit, an Projektion in die Zukunft. Die Vermessung der Ewigkeit von einem Dr. Eden oder so ähnlich. Arzt, Naturwissenschaftler, Nahtoderlebnis, beschreibt, wie das sein Leben verändert hat. War sehr berührend, habe ich gelesen vor ein paar Monaten. Mein Chakra-Buch derzeit kann ich nicht empfehlen, das ist sehr schwierig. Harte Kost, aber super zum Einschlafen. Was habe ich noch liegen? Wie hat es Carsten von García Márquez, 100 Jahre Einsamkeit? Das finde ich sehr schön, dieses, wow, dieses Sprachgewitter und diese Buntheit an Sprache, wie es halt die Südamerikaner können. Bist du narrisch? Der Prophet, Khalil Gibran, die Sprachgewalt des Mittleren Ostens, des Nahen Ostens. Da bleibt mir die Spucke weg, was der da liefert. Altes Buch, schönes Buch. Ja. Habe ich beide Fragen beantwortet oder was? Ja, schon. Okay, super. Marco, Instagram, hallo. Wir begrüßen den ersten Mann in der Runde. Da bin ich, super. Ich bin ja daheim nur von Frauen umgeben. Bis hin zur Katze. Alles Frauen. Das ist in Corona-Zeiten ein Wahnsinn. Und ich liebe das. Ab und zu ist es viel, sagen wir so. Dann frage ich mich über Beistand und schiele auf den Nachbarjungen rüber. Wie stehst du zum Begriff neue Normalität? Können wir diese uns wohl noch lange begleitende Vorgangsweise tatsächlich als eine Normalität annehmen? Ja, ich habe die Diskussion verfolgt, diese Empörung über dieses Framing, also über diesen Wortrahmen neue Normalitäten seitens von Kurz. Ich bin ja immer auch schon streng mit ihm, aber das hat mich jetzt so nicht ganz so empört, weil ich glaube, er wollte was anderes sagen. Trotzdem bin ich natürlich mit mancher Geisteshaltung, die dahinter steht, nicht einverstanden. Also die Regierungsberaterin, die da zuletzt irgendwie der Financial Times berichtet, man muss halt irgendwie jetzt Vorlieb nehmen mit Dingen, die am Rand des demokratischen Systems sind. Nein, so schnodrig und rotzig dahingefetzt, das will ich nicht hören. Das will ich nicht sehen, weder von einem Regierungsmitglied noch von einer Regierungsberaterin. Und ich mag sie, aber das war mir zu schnodrig. Ich glaube schon, dass Masken einmal eine Weile lang dazugehören. Vielleicht bleiben sie uns auch erhalten. Ich mag sie nicht. Gell? Ich reiße sie mir auch runter bei der ersten Gelegenheit. Und ich bin ja auch immer wieder in Asien unterwegs und ich wollte das auch dort nicht. Aber das ist der innere Revoluzzer. Also ich halte mich dann schon an Gesetze in der Regel. Aber dort, wo ich Reis ausnehmen kann, nehme ich dann Reis aus. Und Überwachung, Corona beschleunigt hier ein Thema, das uns sowieso natürlich eingeholt hätte. Die Frage, wie gehen wir um mit Big Data, mit permanenter Überwachung, mit Tracking? China hätte das auch ohne Corona gemacht, jetzt perfektionieren sie es. Ich widme dem auch eine Geschichte da drin, nämlich die Frage, dieser Lieblingswitz von meinem Lieblingsphysiker, von Stephen Hawking. Gibt es einen Gott? Fragte der Mensch, die künstliche Intelligenz. Diese riegelte ihre Energieversorgung ab und sagte, ja. Ab jetzt schon. Also die Frage ist, was ist der Mensch? Wir haben uns durch die Hegemonie, die Vorherrschaft der Naturwissenschaft, vor allem uns über unsere Rechenleistung definiert, die letzten drei Jahrhunderte, seit der Aufklärung insbesondere. Die Naturwissenschaft hat uns unglaubliche Dinge geschenkt. Ein doppelt so langes Leben, Gesundheit, Wohlstand, gemeinsam mit der Technik. Und gleichzeitig haben wir das Herz, den Bauch an den Rand gedrängt. Wenn wir uns nur über Rechenleistung definieren, nur linear den Menschen wahrnehmen,
dann sind wir evolutionär überflüssig. Dann wird es uns in 100, 200 Jahren nicht mehr brauchen. Dann wird uns die Evolution auch, also das ist nicht Esoterik jetzt, das ist Projektion natürlich der Evolutionstheorie, dann wird uns die Evolution aussortieren, weil sie sagt, Survival of the Fittest, wer bringt die Adaptionsleistung besser auf die sich veränderten Rahmenbedingungen? Die künstliche Intelligenz wäre hier den Menschen hoch überlegen. Es sei denn, wir werden uns unserer evolutionären USP bewusst. Das Herz, Bauch, der Umstand, dass jeder Mensch ein Individuum ist, das nicht runterbrechbar ist auf ein Excel-Sheet. Wenn dem aber so ist, und ausgehend von dieser Haltung habe ich natürlich grobe Probleme mit Überwachung aller Art, weil es den Menschen uniformiert, in seiner Einzigartigkeit nicht wahrnimmt, nicht respektiert, die Menschenwürde verletzt. Diese Auseinandersetzung wird hart werden, weil natürlich manches an Tracking auch sinnvoll ist und uns helfen kann. Sicherheit, Freiheit, was tauschen wir gegeneinander ab? Riesenauseinandersetzung. Europa ist hier in vielem hinterher. Manche lachen natürlich und sagen, Europa, auch das beschreibe ich im Buch, unsere Enkel werden 24-Stunden-Pflege in Peking machen. Ich halte 24-Stunden-Pflege für wichtig. Und der Umstand, dass wir keinen Respekt dafür hatten und jetzt erst drauf kommen, was diese Menschen leisten, nachdem sie nicht über die Grenze dürfen. Also ich habe da ganz großen Respekt davor. Mein Schwiegervater ist Demenzpatient gewesen, 10 Jahre. Ich weiß, dass es 24-Stunden-Pflege braucht. Auch der Schwiegervater meiner Schwester derzeit vor ein paar Wochen verstorben. Aber ich wünsche es meinen Enkeln natürlich nicht, so fern ab der Heimat ihr Einkommen fristen zu müssen, in einem schlecht bezahlten Job, in einem harten Job wie dieser. Aber wenn Europa sich nicht auf die Beine stellt, dann werden wir natürlich das kann man jetzt gut finden oder schlecht, ja, das habe ich mir nicht ausgesucht, aber es läuft ein Systemwettbewerb. Und China weiß schon, was anzufangen mit uns. Macht Disneyland aus Europa, wenn wir nicht aufpassen. Und ich bin dafür für Kooperation, nicht für Konflikt. Aber wir müssen, wer sich nicht definiert, der wird definiert. Wer nicht handelt, der wird behandelt. Und die, die uns behandeln wollen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die meinen es nicht immer gut mit uns. Deswegen, die werden uns auch die Freiheitsrechte nehmen. Deswegen müssen wir uns selbst aufstellen. Das kann Europa nur gemeinsam. Wir werden gemeinsam stehen oder getrennt untergehen. No chance. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn einiges an Globalisierung rückabgewickelt wird, Deglobalisierung, aber du kannst das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Wir sind ein globales Dorf. Anna, Facebook, haben die Menschen aus dieser Krise etwas gelernt oder gar die Krisenzeit dafür vielleicht, war die Krisenzeit dafür vielleicht doch zu kurz? Ich weiß es nicht, Anna. Ich glaube, dass jeder was lernt, ob es ausreicht. Also das ist ja so wie mein Bandscheibenvorfall. Ja? Mein Körperbewusstsein, ich habe es vorgelesen, das nimmt zu. Das ist super, gell? Aber mein körperlicher Verfall, ich bin über der Halbzeit meines Lebens, so wie es ausschaut, mein körperlicher Verfall hat bereits begonnen. Und ich muss ein Stück weit meine Lernreise im Körperbewusstsein auf jener Höhe halten, dass sie mindestens also Tempo halten kann mit meinem körperlichen Verfall. Wenn nicht, dann werde ich Krankheiten einfangen aller Art, werde ich noch stärker verfallen. Was hat das mit der Krise zu tun? Natürlich werden wir lernen. Lernen ist der Grundmodus des Menschen. Es gibt keinen Mensch, der nicht lernt. Und wir haben eine völlige falsche Konzeption. Auch dazu ist eine Geschichte im Buch von Lernen. Wir glauben, Lernen ist Schule und dann ist Lernen vorbei. Das ist Bullshit. Der Mensch lernt bis zum letzten Atemzug. Weil Lernen ist Entfaltung, Entfaltung ist Lernen. Und Schule ist nicht Lernen. Schule kann Lernen sein, aber Schule ist auch vieles andere. Ich glaube, dass die Herausforderungen immens sind, die natürlich an uns Menschen gestellt werden in diesen Jahren, das heißt durch technologischen Fortschritt. Stephen Hawking sagt eben, idealerweise, also wir müssen an Weisheit zulegen, weil der technologische Fortschritt ist rasant. Und er wünscht der Menschheit, hat er auch vor seinem Tod noch mehrfach gesagt, Stephen Hawking,
Er wünscht der Menschheit, dass die Weisheit gewinnt in diesem Rennen. Wer wächst schneller? Weil wenn die technologischen Möglichkeiten rasant weiter wachsen und die menschliche Weisheit nicht, dann kann es bitter werden. Also so 100 Jahre so Verrückten wie dem Trump den Atomkoffer in die Hand geben, irgendwann geht es nicht gut. Ne? Habe ich den Eindruck. Hoodie, Music, YouTube. Gab es in deinem Leben einen speziellen Punkt, an dem du deine Spiritualität bzw. Bewusstheit entdeckt hast? Gab es da einen Trigger dafür? Und die Natur, Hoodie, Music? Bin ein Bergbauernbub. Bin mit dem Kreislauf der Natur aufgewachsen. Also ich habe eine Grundmystik oder Spiritualität quasi in der Muttermilch. Ich war 18 Jahre Ministrant, aber das war eigentlich gar nicht so ein großer Zubringer für Spiritualität, eher die Natur. Dann diese, seit ich 17 bin, mache ich Ausbildungen, seit mich da irgendwie diese alternative Ärztin auf die Fährte von mir selbst gesetzt hat. Trainerausbildung und Berater und Selbsterfahrung aller Art. Und das tiefste Erlebnis hier war sicherlich meine Vision Quest, diese 5 Tage im Wald vor 9 Jahren. Ein schamanisches Ritual. Das ist allerdings für jene, die sagen, Schamanismus ist immer zu ESO oder zu gibt es auch als von Paul Rebillot beschrieben, gibt auch Bücher dazu, auch bei Thalia bestellbar mit Sicherheit. von Paul Rebillot beschrieben, die sogenannte Heldenreise ist dasselbe wie die Vision Quest schamanisch. Die haben das ethnologisch vermessen, psychologisch und in ein Selbsterfahrungsformat gegossen. Ich halte das für eine zutiefst spirituelle Erfahrung. 5 Tage, 5 Nächte, 5 Tage, 4 Nächte, gibt unterschiedliche Varianten. Hier auf dich allein gestellt mit der Wildnis, mit den Sternen, dem Mond, den Mistkäfern, den Füchsen. War eine wilde Geschichte, schöne Geschichte. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch dazu. Ich habe es vor 10 Jahren begonnen, vor 9 Jahren, kurz danach, aber es wollte noch nicht fertig werden. Anita, YouTube. Wie haben Sie gelernt, Ihre eigenen Fähigkeiten bestmöglich zu erkennen und einzusetzen? Ich lerne immer noch, indem ich immer wieder geschützte Räume für Wahrnehmung einrichte. Also, dass ich fasten gegangen bin oder dass ich eben mit meiner Frau die Abmachung habe nach der Politik, ich darf einmal im Jahr selbst alleine reisen gehen. Das finde ich großzügig. Sie darf auch im Übrigen, ne? Also das ist jetzt keine männliche Abteilung von Freiheit. Aber das ist für mich ganz wichtig, wenn ich da alleine liege, irgendwo auf einer Insel oder in einem Hotelzimmer. Das ist eben ein Einkehrschwung bei mir selbst. Und da erkenne ich auch Fähigkeiten. Ich bekomme auch einiges in meinen Träumen. Ich träume viel, viel Schrott, früher viel Albträume. Die sind zum Glück nach der Vision Quest. Durch die Vision Quest zurückgegangen, durch diese Visionssuche. Aber ich habe einen Traum bekommen, damals vor der Vision Quest, von einem Gärtner des Lebens und von einem Divine Architect. Ich habe das Wort noch nie gehört davor. Und später habe ich im Lied des Lebens erfahren, dass ich gemeint bin damit. Und ich habe diese Fähigkeit, dass ich auch ein Divine Architect bin, habe ich mir nicht zugestanden bis 2018, November. Dort habe ich es zum ersten Mal laut ausgesprochen. Heute sage ich es zum 3. Mal öffentlich, glaube ich. Weil manche sagen, jetzt spinnt der ganz. Jetzt, ich glaube, das ist ein Religionsgründer. Oder was. Nein, 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 keine Angst. Ich glaube, wir sind alle göttlich. Ich glaube, dass natürlich der Mensch einen göttlichen Funken in sich trägt. Und der Gott hat nicht Rauschebart und das ist eine andere Abteilung. Ja. Ella Facebook. Was ist für dich der Unterschied zwischen Spiritualität und Religion? Religion ist institutionell verfasst, hat einen institutionellen Rahmen, ist staatlich anerkannt, in Demokratien oder auch nicht, in Diktaturen, aber hat hinterlegt meistens auch die Ausprägung von Kirchen, die auch institutionellen Charakter haben. Religionen können durchaus spirituellen Content beheimaten, ja. Spiritualität braucht keinen institutionellen Rahmen. Spiritualität ist was zutiefst Individuelles, Persönliches, aber auch was zutiefst Verbindendes natürlich. Spiritualität ist
die Verbundenheit mit dem großen Ganzen, glaube ich. Mit dem kosmischen Ganzen. Ich glaube, wir sind außerzeitliche Wesen, eben, die von irgendwo kommen und für die Zeit auf diesem Planeten in einen Körper schlüpfen, als Fleischlinge, Erdlinge. Alles Gute dir für deine spirituelle Reise. Sieht man übrigens bei Kindern, ne? Kinder haben eine Grundspiritualität eigentlich, weil die sehen Dinge, die wir nicht sehen können. Das ist, wenn wir auf den Planeten kommen, vernebeln unsere Sinne und unser Gehirn, die ja großartige Dinge auch sind, aber die vernebeln unseren Blick in die Unendlichkeit. Das ist der Deal quasi. Wir können ab und zu diesen Blick in die Unendlichkeit erhaschen. Das ist Pablo Picasso. Oder meine Frau, wenn sie mit dem Pinsel verschmelzen, wenn sie aus der Zeit kippen. Das ist ein Schlüssellochblick in die Unendlichkeit. Das ist ein spiritueller Akt. Wenn der Kletterer die Wand hochgeht. Ein Freund von mir eben, frage, wie kommst du da auf? Bist du narrisch? Wie findest du da Griffe? Sagt er, weißt du was? Die Griffe kommen zu mir, nicht ich zu ihnen. Sie wachsen mir zu. Das ist ein spiritueller Akt. Und wenn unsere Kinder uns erzählen, was sie alles sehen, mit 7, 8, also zwischen 6 und 8 hört das auf. Bei manchen früher, bei anderen später. Die sehen Dinge, die manche Menschen auch im Erwachsenenalter sehen können, ich nicht. Vielleicht, ich würde es gerne ab und zu, aber ich bin wahrscheinlich zu hochtaktig dafür. Zu hochgetaktet, also zu... Brr. Vielleicht, wenn ich chille aufs letzte Lebensdrittel hin, kann ich mir sowas an Fähigkeiten freilegen. Sandra, YouTube, vorletzte Frage. Okay. Wie integrierst du deine zunehmende Sensibilität und Gefühlsbetontheit in unsere eher vom Verstand geleitete Leistungsgesellschaft? Hast du diesbezüglich Tipps? Ja. Ich sage öfter nein, Sandra. Ich komme ja aus dem katholischen, alemannischen Hochgebirge, Bergbauernmilieu. Da ist Leisten das oberste Gebot. Schaffer, Schaffer, Hüslebauer. Hackeln bis zum Umfallen, sonst bist kein richtiger Mensch. Ne? Führt dann dazu, dass die alten Frauen und Männer, wenn sie auf dem Bauernhof nicht mehr so gut arbeiten konnten, ab und zu, ich habe Frauen erlebt, die nicht gegessen haben, weil sie gesagt haben, das steht mir nicht zu. Ich kann nicht mehr arbeiten. Also ich habe ganz viele tolle Dinge mitgekriegt, eben in meiner Kindheit. Aber das ist natürlich Obsession, das ist zu viel, das ist too much. Ne? Das ist Leistungsgesellschaft in bergbauerlicher Idylle. Verquert, ne? Also die Bergbauern-Idylle ist trügerisch. Die haben ja, dann haben sie den Traktor geschenkt gekriegt, hätte sie eigentlich entlasten sollen. Der Traktor hat eigentlich zu weiterer Arbeitsverdichtung geführt. Aber das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Also ich konnte nicht gut Nein sagen. Ich bin ja auch von meiner Grundkonstitution hoffentlich weitestgehend austherapiert, aber natürlich nagst dein Leben lang am selben Knochen und das Thema holt dir immer wieder ein. Ich bin auch ein Anerkennungsläufer von meiner Grundstruktur her. Jetzt ist das nicht weiter schlimm, weil jeder von uns hat ein Grundlevel an Anerkennungslauf. Anerkennung ist das Benzin, CO2-frei, auf dem wir laufen. Aber manche brauchen es mehr, andere weniger. Und da hatte ich einiges zu bearbeiten in meinem Leben, was mir dann auch ermöglicht hat, besser Nein zu sagen. Aber auch hier hat die Fülle an Möglichkeiten in meinem Leben so zugenommen, dass die Qualität meines Neinsagens mit dem nicht standhalten konnte. Deswegen hat mir das Leben einen Bandscheibenvorfall geschickt. Der Bandscheibenvorfall ist eben, nachdem ich ihn am Anfang nicht wahrhaben wollte, jetzt mein bester Verbündeter zum Nein sagen. Der sagt, hey, you are so relevant. Ja, der flüstert mir immer zu. Wenn ich wieder mal was übertreibe, sagt er, du Gschaftelhuber, du bist so wichtig. Und wenn du jetzt nicht bald einkriegst, dann schicke da wieder einen Stößer. Wir können das Ganze nämlich auch nicht nur auf L5S1 veranstalten, sondern auch auf, keine Ahnung, ich vergesse das immer wieder, weiter oben im Halswirbelbereich. Und wenn das nicht... Die Bandscheibe ist, sagt meine Frau, du bist wieder ziemlich wichtig. Also ich versuche noch mehr Nein zu sagen. Ich habe noch nie so viel Nein gesagt wie in den letzten Monaten.
ich muss von was leben und unsere Familie muss von was leben. Da glauben die Leute immer, wenn du irgendwie so ein B-Promi bist, dann bist du auch reich, das kann ich verneinen. Bin ich nicht. Ich muss genauso mein Geld verdienen. Das gelingt mir ganz gut. Also wir geht uns gut. Corona schickt mir neue Aufgaben hier. Da bin ich auch nicht befreit. Zerstört einiges an Neuerfindung. Aber dann strecke ich mich nach der Decke. Das ist in Ordnung. Aber ich weigere mich, Dinge zu tun, von denen ich weiß, sie tun mir nicht gut. Auch wenn sie Geld bringen. Mache ich nicht mehr. Dazu bin ich zu alt jetzt. Alles Gute dir dafür. Gabriela, Facebook, letzte Frage. Eine Minute, ein Quickie. Findet in Ihrem Leben auch Resilienz Platz? Ja, die Kunst des Stehaufmännchens beherrsche ich ganz gut. Ich bin extrem resilient. Ich habe die Unternehmerkrankheit oft als Politiker auch gehabt. Ich habe dann so viel gearbeitet und so kackelt, dass ich am Freitagabend fast krank war. Und Männerschnupfen oder alles Mögliche, nahe am Tod. Und am Montag war ich wieder voll da. Völlig resilient, habe mich erholt übers Wochenende. Also ich bin relativ resilient. Das ist auch ein Echo meiner Kindheit, einer glücklichen Kindheit in der Natur. Und das ist eine meiner Stärken, zum Glück. Alles Gute euch. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut, hier in diese Form der Premiere-Präsentation zu gehen und in den Dialog. Kommt's gut durch diese Monate und durch diesen Frühling, der schön ist, durch den Sommer, durch die Normalität, neu, alt, was immer hier kommen wird. Wir haben schon so viel geschafft als Menschen. Wir werden auch das gut schaffen, das ist überhaupt keine Frage. Das war jetzt nur eine Stunde mit Matthias Strolz. Ich könnte ja noch stundenlang zuhören. Er ist ja manchmal so hart, aber herrlich. Er ist offen. Und ehrlich, furchtbar, das reimt sich jetzt schlimm. Es ist einfach Kraft und Inspiration in dieser Zeit, so wie es hier auf dem Buchcover steht, aus dem Verlag Story One, wo man weitere Geschichten sich anschauen kann, wo man auch mitmachen kann. Ja, da kann jeder sich beteiligen, da kann man weitere Stories posten, für die anderen nachlesen. Aber hier haben wir dieses wunderbare Buch mit Geschichten, inspirierenden von Matthias Strolz. Danke, danke vielmals dafür. Das ist heute in der Früh in die Buchhandlung gekommen und heute am Abend sitzt er schon hier und präsentiert es und plaudert mit Ihnen. Danke auch für die zahlreiche Teilnahme von euch allen. Ja, der Matthias Strolz bleibt jetzt noch ein bisschen hier bei uns in der Buchhandlung. Wir haben noch ein paar Bücher zum Signieren, ja. die verlost werden, natürlich. Aber bitte auch noch ein paar Bücher für uns zusätzlich signieren. Ja. Wenn jemand ein signiertes Buch haben möchte, bei uns in der Filiale entweder abholen oder in der Filiale telefonisch bestellen oder in der Filiale per E-Mail bestellen, w3@thalia.at. Das war unser live gestreamtes Gespräch ohne Publikum, für die Kameras, für die Medien. Für mich auch was Neues. Ich habe das noch nie gemacht. Mal schauen, das wird es in Zukunft vielleicht öfter geben. Und wir sagen mal wieder auf ein Buch. Danke, das war's für heute. Schönen Abend. Danke, Matthias Strolz. Dankeschön. Ciao. So, nein, das ist mein Kugelschreiber.